Hey meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein anderer Look. Denn ich dachte mir, ich mache heute so ein kleines Follow Me Around. Und ich stehe jetzt hier gerade im Schlabberklamotten und Make-up-Flecken in meinem Bad und mache mich fertig, da ich gleich mit meinem Kleinen und meiner Oma ein bisschen rausgehe. Und ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit und ja, das war's. So, da bin ich schon wieder. Ich muss jetzt ein bisschen Make-up auflegen. Ich habe schon mein Make-up drauf eigentlich und Concealer. Jetzt mache ich nur noch ein bisschen meine Augenbrauen. Ich glaube, die Perspektive ist ein bisschen besser, oder? So, meine Augenbrauen sind fertig. Schon mal etwas. Ich werde jetzt noch ein bisschen Augen-Make-up drauf machen. Und zwar benutze ich wieder meine geliebte Modern Resonance Palette von Anastasia Beverly Hills. Und ja, da kann ich jetzt leider aber nicht filmen. Das ist ein bisschen schwer mit einer Hand das drauf zu machen. Vor allen Dingen mit links kann ich das überhaupt nicht. Also schalte ich gleich nochmal ein. So, mein Make-up ist fertig. Ich hoffe, man sieht das. Ich habe meine Augen heute mal wieder ein bisschen in Cranberry-Tönen gemacht. Ich finde die Farbe momentan echt mega schön. Außerdem kommen meine grünen Augen da so schön zur Geltung. Ich habe heute von MAC den Brave drauf. Und ja, jetzt fehlt natürlich noch ein Outfit, weil so kann ich natürlich nicht rausgehen. Ist ja klar. Ich werde jetzt gucken, was ich anziehe. Dann werde ich den Kleinen noch fertig machen. Und dann geht's auch schon los. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig und ready angezogen. Naja, gut, man sieht das jetzt nicht so gut. Ich zeige es mal im Spiegel. Ich hoffe, ich kann die Kamera drehen. Wartet. Nein, natürlich nicht. Ich bin jetzt fertig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wartet mal. Hier ist mein fertiges Outfit zum Shopping gehen. Also, wir sind jetzt schon wieder zu Hause. Es war einfach viel zu voll, um zu filmen. Der Kleine ist die ganze Zeit weggerannt. War auch ein bisschen quengelig, weil er müde ist. Und wir sind jetzt gleich wieder zu Hause. Und legen uns ein bisschen auf die Couch und chillen. Und wir melden uns. So, wir sind jetzt endlich zu Hause angekommen. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann schwinge ich mich auf die Couch. Ich habe mich schon in mein Chiller-Outfit geschmissen. Ich habe mir übrigens neue Schuhe gekauft. Ich zeige die euch gerade mal. Das sind einfach ganz schlichte, schöne Stiefel. Ich brauchte nämlich was Neues. Und ja, jetzt warte ich, bis der Kaffee fertig ist und dann melde ich mich nachher nochmal. Ich habe übrigens was vergessen. Ich trinke momentan total gerne von Jacobs diesen 3-in-1 Latte Macchiato. Ich bin nämlich die einzigste hier, die Kaffee trinkt und deswegen ist unsere Kaffeemaschine nicht in Gebrauch und es würde sich auch nicht lohnen. Ja, deshalb hole ich mir momentan immer das. Schmeckt eigentlich auch ganz gut, so für zwischendurch. Und ja, geht auch ganz schnell. Kann ich nur empfehlen. Also, wir sitzen jetzt auf der Couch. Im Hintergrund läuft ein Kinderfilm, natürlich. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Und dann werde ich meine neuen Schuhe imprägnieren. Und werde langsam mal gucken, was ich heute Abend zu essen mache. Ich habe nämlich noch gar keine Idee. Eigentlich müsste ich noch Wäsche waschen. Aber ich bin ehrlich gesagt heute unmotiviert. werde ich dann wahrscheinlich machen, wenn mein Mann später zu Hause ist. Und ja, soweit habe ich alles schon gemacht im Haushalt. Außer halt die Wäsche, ne? Aber so viel ist es jetzt auch nicht. Es sind nur zwei Maschinen. Von daher, wir gucken auf jeden Fall jetzt hier. Ich glaube, das ist, was ist das denn? Mickey, irgendwie. Irgendwas mit Mickey Maus auf jeden Fall. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber in den nächsten zwei Wochen, also noch zwei Wochen, dann habe ich eine Schulter-OP und werde dann 4 Wochen keine Videos erstmal machen können. Das heißt, ich hoffe, ich finde die Zeit, um Videos vorzudrehen. Ob es allerdings so wird, kann ich jetzt noch nicht versprechen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich mich kaum melde. Ich werde auf jeden Fall keine Tutorials machen können. Ich werde aber versuchen, dass ich nach den ersten zwei Wochen kann ich wirklich gar nichts machen.
ich versuche, dass ich dann ab der dritten Woche wenigstens einen Vlog mache, um euch zu erzählen, wie es mir so geht und wie es alles so funktioniert. Weil wenn die Schulter ausfällt, ist natürlich schon ein bisschen, ja, schlecht. Und ja, ich wollte es euch nur schon mal erzählen, dass ihr euch da nicht wundert, warum keine Videos kommen. Und ich glaube, ich habe es auch bis jetzt wirklich noch nicht erzählt. Und ja, dann entspannen wir uns jetzt einen Moment und ich melde mich nachher nochmal. So, ich bin jetzt am Kaffee trinken und was ich euch mal fragen wollte, hat jemand eine Filmidee? Ich hätte voll Lust, heute Abend mal wieder einen Film zu gucken, aber ich gucke die ganze Zeit immer das Gleiche. Ich bin nämlich ein Gilmore Girls Opfer und wollte fragen, ob ihr Ideen habt, was ich mal gucken könnte. Ich glaube, ich hätte eher Lust auf eine Komödie. Action ist jetzt nicht ganz so meins. Oder irgendwelche Liebesschnulzen. Wenn ihr ein paar Ideen habt, dann schreibt die mir einfach gerne unten in die Kommentare. Und dann werde ich mal gucken, ob da was für mich dabei ist. Oh, da bin ich nochmal. Ich war übrigens nicht nur Schuhe kaufen. Ich habe mir auch bei New Yorker einen Pulli geholt in so einem Altrosa. Der ist total schön. Der ist vorne kürzer und hinten ein bisschen länger. Hat hinten eine Kapuze und der ist so weich. Oh mein Gott, ich glaube, den werde ich eher zu Hause anziehen, anstatt draußen. Weil es ist so ein richtiger, ja, Kuschelpulli einfach. Und ich habe für den Kleinen bei Lidl was bestellt. Normalerweise hole ich da eigentlich keine Klamotten. Allerdings gab es dort Thermo-Jeans. Und es wird hier jetzt schon kälter. Wir hatten morgens nur 6 Grad. Deshalb habe ich ihm Thermo-Jeans bestellt und ich fand die ganz schön. Ich zeig die euch mal. Die sind halt innen drin wirklich gefüttert, haben hier oben einen Gummibund. Also mega schön. Die sind auch echt warm. Dafür, dass sie eigentlich so dünn sind und wenn man eine Strumpfhose drunter zieht, ist es wunderbar. Dann habe ich gleich 2 Stück genommen. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Und dann habe ich hier noch so einen Onesie-Schlabbernzug geholt. Der ist allerdings noch zu groß. Ich habe gedacht, der passt ihm schon. Aber naja, muss man halt ein bisschen die Ärmel umkrempeln. Und zwar hier in so einem, ja, Batman-Möchtegern-Muster. Ja, aber der ist total süß. Und für zu Hause auch genau richtig. Und ja, eigentlich wollte ich einen haben, der gefüttert ist, weil es jetzt für den Winter ein bisschen schöner ist, weil es hier in der Wohnung echt verdammt kalt ist. Aber der reicht auch. Schläft ja eh mit einer dicken Decke, von daher geht's eigentlich. Und ja, ich habe mir jetzt übrigens überlegt, dass ich heute Abend einfach nur auf die schnellen Nudeln mache. Und ja, weil mein Mann arbeitet noch so, wie viel haben wir? Ja, der ist erst so in circa 5 Stunden zu Hause. Der Kleine hat eigentlich auch gar nicht so viel Hunger, weil er ist krank. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch doch noch Sandwich. Ich bin auch am Überlegen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Meine Schuhe habe ich übrigens jetzt schon imprägniert. Ich werde jetzt übrigens dann doch mal runtergehen und die Wäsche machen. Aber dann kann ich die neuen Sachen gleich mitwaschen. Und auch danach alles in den Trockner machen. Dann habe ich morgen nur noch eine Maschine helle Wäsche. Und ja, so ist das. Gut, ich habe jetzt momentan noch nicht mehr so viel zu erzählen. Ich gehe jetzt nochmal auf die Couch kurz und dann geht's runter in die Waschküche. Und wir sehen uns später wieder. Ich habe übrigens von Kylie Jenner, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, mir einen von diesen Highlightern geholt. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Ich habe den jetzt, ich zeige es euch mal. Ich habe den jetzt schon mal ein bisschen auf meiner Hand geswatcht und ich muss sagen, der sieht wirklich echt gut aus von der Pigmentierung. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich den dann auftrage, aber das werde ich erstmal nur die Tage machen. Und ja, ich habe gesehen, ich muss meinen Schminktisch jetzt mal abstauben. Der ist ein bisschen eingestaubt. Der Kleine ist gerade eingeschlafen, also doch nichts mit Wäsche machen. Jetzt muss ich warten, bis er wieder wach ist, weil ich sonst runterlaufen muss. Und dann mache ich jetzt erstmal hier meine Abstaubaktion und werde mich nachher wieder melden. Ja, so, hier ist übrigens mein Schminktisch, da ich jetzt schon ein paar Mal gefragt wurde.
wie der so aussieht. Allerdings fehlt mir noch ein Stuhl dafür und ein Spiegel. Nämlich hier drüber hängt jetzt einfach nur ein Bild. Und hier sind meine ganzen Pinsel, meine Lip Liner und generell Eyeliner. Hier habe ich meine ganzen Liquids von Colourpop. Hier habe ich gemischt von allen möglichen. Hier habe ich einen von Kylie und dann habe ich hier welche von Anastasia Beverly Hills, von Kat Von D, Color Drain, nochmal Colourpop und NYX. Also alles bunt gemischt. Dann habe ich hier die Paletten, die ich momentan öfter benutze. Das wäre hier einmal von Morphe eine, nochmal von Morphe eine. Hier habe ich eine von Revolution, also von Make-up Revolution. Die habe ich einfach nur draußen stehen, weil ich die so hübsch fand. Dann hier in der Schublade habe ich meine ganzen Paletten drin. Hier ist eine Rouge-Palette, dann habe ich hier die Chocolate Bar. Dann habe ich hier einzelne Lidschatten von Colourpop und manche von Catrice oder von Real de Young oder wie das heißt. Dann habe ich hier noch meine Highlighter-Palette von Kat Von D. Hier hinten habe ich noch ein paar Make-up Revolution-Paletten, ein paar Pinsel. Hier ist meine Anastasia Beverly Hills, meine Jaclyn Hill. Hier drunter ist dann noch die Violet Foss. Dann noch eine von Morphe, dann noch eine von Zoe Eva und ein paar Wimpern. Also ich habe da noch, ehrlich gesagt, gar kein System. In dieser Schublade ist einfach alles nur so ein bisschen reingeklatscht. Hier sieht es noch viel schlimmer aus. Hier sind ein paar Proben, die ich als nächstes benutzen wollte. Dann habe ich hier meine Highlighter, meine Bronzer und meine Rouges. Hier hauptsächlich von MAC dann die. Dann habe ich hier noch meine Flüssig-Highlighter und habe hier noch mein Fixing-Spray. Hier ist das ganze Zeug, was ich für Halloween benutzt habe. Und dann habe ich hier halt auch noch ein paar Bronzer und auch noch ein bisschen Blush. Und ja. Hier nochmal habe ich auch noch so eine kleine Klimbatsch-Ecke. Da steht dann mein Parfüm und meine MAC-Lippenstifte. Generell auch so Lippenstifte, die ich damals hatte von Essence und so. Und hier habe ich auch noch zwei von Jeffree Star. Und ja, hier habe ich dann auch noch ein bisschen Parfüm drin stehen. Und meine schönen Tabletten für die Vitamine. Dann habe ich hier noch eine Kommode. Da habe ich einfach alles Mögliche drin. Das kann man gar nicht zeigen. Hier unten in der Schublade habe ich... Ich kann euch mal einen Blick reinwerfen lassen. Da. Und meine sexy rosa Socken. Da sind einfach meine Vorräte drin. Shampoo, Duschgel, Bodylotions und so weiter und so fort. Und dann habe ich hier noch alles mögliche Frauensachen. Wisst ihr ja, was man als Frau so braucht. Tausende Nagellacke, Bodylotions. Hier unten habe ich das Ganze, also hauptsächlich hier unten, habe ich das ganze Zeug für meine Nägel drin. Da sind die Sachen zum Blondieren von meinen Haaren. Und hier sind verschiedene Proben drin und alles mögliche, was ich noch von unzähligen Firmen habe. Und ja, ein pures Chaos, würde ich einfach mal sagen. Aber was soll's. So, jetzt habt ihr es gesehen. Es ist wirklich ein Chaos, aber ganz ehrlich, ich habe einfach noch nicht so wirklich viel Platz, um meine ganzen Sachen unterzubringen. Deswegen ist es alles ein bisschen verteilt. Aber hauptsächlich hier in dem Zimmer sind meine ganzen Beauty-Sachen und Schminksachen. Außer hier meine Glossy-Boxen, die stehen noch draußen in einem Regal, was ich hier habe. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall von Malm die Kommode noch holen in Ikea. Weil wir haben schon eine und ich brauche unbedingt noch eine, um alles irgendwie unterzukriegen. Ich finde den, das war übrigens, was ich euch gerade gezeigt habe, also das hier, war übrigens mal der Wickeltisch vom Kleinen. Da war eine Auflage drauf, die haben wir einfach abgeschraubt und das konnte man jetzt als Kommode benutzen. Das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Es passt eigentlich farblich auch ganz gut hier rein, weil das Bett ist auch braun. Ja, und die Schubladen sind auch braun, aber sonst ist der Rest hier alles komplett in weiß gehalten, außer der Nachttisch von meinem Mann, der ist in einem, ja, Holz, na, wie soll man das beschreiben? Auf jeden Fall ein hellerer Holzton. Und ja, so viel dazu. Ich würde euch gerne noch ein bisschen mehr zeigen, allerdings ist das Schlafzimmer momentan wirklich noch eine kleine Baustelle. Wir brauchen noch Vorhänge, um unseren Schrank zuzumachen, weil wir haben so ein offenes Schranksystem von Ikea, das man nach Belieben zusammenbauen kann. Und ja, das ist noch nicht ganz fertig, deswegen zeige ich euch die Ecke da hinten nicht.
Und ja, und das Einzige, was hier auch noch fehlt, ist da am Fenster, wo mein Schminktisch ist, kommt noch eine Gardine bzw. eine Jalousie dran. So ein Raffrollo haben wir uns bei Mömax geholt gehabt, weil wir keine Gardinen haben. Deswegen, ich finde diese Rollos auch besser. Und ja, soweit, so gut. Das war's eigentlich soweit. Ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen. Beziehungsweise wollte ich euch irgendwas fragen. Ah, ja, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, ich habe hier, Moment, eine Maske zugeschickt bekommen gehabt. Und zwar ist das von May Beauty, die Incredible Face Mask. Und das ist diese Black Skin oder Black Head Maske, wie auch immer das genau heißt, die immer so gehypt wurde. Ich hatte die mir auch schon im Internet bestellt, allerdings kam die aus China, muss ich ehrlich sagen. Die tat echt mega weh beim Abmachen und die ging auch total schlecht ab. Und jetzt hatte ich die hier zugeschickt bekommen. Die habe ich auch letztens benutzt. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war oder ob ihr auch damit Erfahrungen habt mit der Maske. Aber meine Haut war danach wie neu. Ich hatte wirklich richtig, richtig weiche Haut. Meine Poren sind seitdem auch echt weniger, habe ich das Gefühl. Das sieht nicht mehr so schlimm aus wie vorher, weil ich hatte immer hier das Problem, dass man die immer so extrem gesehen hat. Das ist momentan eigentlich gar nicht mehr so der Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal was darüber erzählen würdet, falls das jemand von euch schon mal getestet hat, ob ihr auch so zufrieden mit dieser Maske seid. Ich muss auch ehrlich mal im Internet gucken, wie viel die kostet. Darüber habe ich mich nämlich noch gar nicht informiert. Ja, muss ich mal gucken. Und ich hatte hier auch noch von Salt House eine Totes Meer Therapie. Die hier, die werde ich auch als nächstes testen. Habe ich auch schon sehr, sehr gute Sachen drüber gehört. Die ist für unreine und empfindliche Haut. Und zwar ist die irgendwie mit Zink. Muss ich mal gucken. Habe ich auch noch nie was von gehört. Ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch mal andere Masken testen, weil ich habe ja immer die von Garnier benutzt. Mit dem bin ich auch super zufrieden, immer noch. Nur es wird auch mal Zeit, dass ich ein paar andere Sachen teste, weil mein Schrank ist wirklich komplett voll. Also es ist wirklich eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Und ich werde euch nochmal mein coolstes Parfüm zeigen. Hier ein super schönes Parfüm bekommen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das von meiner Schwiegermutter bekommen. Und zwar ist das hier von Moschino. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, wow, okay, das ist ja voll creepy, ey. Das sieht ja ganz komisch aus. Ich wusste noch nicht mal, wie das aufgeht und alles. Und das riecht so gut, oh mein Gott. Und zwar ist das das Fresh Couture. Und ja, ihr seht, es ist eine Glasreinigerflasche. Genauso blöd habe ich am Anfang auch geguckt, aber dieses Parfüm riecht einfach so gut und es hält so lange. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt, also was heißt paar Mal, schon länger natürlich. Und es ist einfach echt klasse, das riecht mega gut. Allerdings finde ich eher, das ist was für den Sommer und jetzt nicht so unbedingt was, was man im Winter benutzen sollte. Ich finde, es ist eher halt so vom, ja, Geruch eher so süß. Ich kann Parfüme nicht so gut beschreiben vom Duft her. Aber ich habe hier eins, was man auch super im Winter benutzen kann. Und zwar ist das mein Dolce & Gabbana Pure Femme. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es riecht mega gut. Die Verpackung ist in so einem Samt. Auch mega toll. Sowas liebe ich ja. Und die Flasche ist so. Und das habe ich jetzt auch schon knapp 2 Jahre. Und ihr seht, es ist noch nicht mal viel verbraucht, weil man von diesem Parfüm einfach höchstens 2 Sprüher braucht und man riecht den ganzen Tag danach. Also es ist wirklich mega, mega. Dieses Parfüm ist echt einer meiner Lieblingsparfüms geworden. Ja, und ich glaube, dann war es das, was ich eigentlich alles zeigen wollte. Denke ich, weiß ich nicht mehr. Ich bin heute ein bisschen vergesslich, um ehrlich zu sein. Ah, mein Lieblingsparfüm wollte ich euch noch zeigen. Und zwar ist es von Jill Sander The Sensation. Das ist wirklich das beste Parfüm, boah, was es gibt.
bin da auch nur drauf gekommen, weil meine Mutter das Parfüm immer hatte. Übrigens, danke Mama dafür. Und ja, kann man auch nur empfehlen. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr mal ein Douglas seid oder so, dran riechen. Also dieses Parfüm ist echt super. Früher hatte ich immer das Chill Thunder Sun. Das war mir aber nach einer Zeit einfach dann, ja, nichts Besonderes mehr, weil es einfach jeder hat. Natürlich, das hat auch fast jeder oder jede zweite, weiß ich nicht. Aber es riecht einfach angenehm. Es riecht auch den ganzen Tag und es passt auch wirklich immer. Man kann es auch im Winter tragen. Es ist nicht so schwer. Es ist eher ein leichtes Parfüm. Also perfekt, würde ich sagen, ist das für jede Jahreszeit. So, ich, ja, was wollte ich gerade sagen? Ich sag's ja, ich bin vergesslich heute. Ah, genau. Ich gehe jetzt in die Küche und räume gerade noch mein Geschirr weg. Und gehe noch mal kurz ins Wohnzimmer nach dem Kleinen gucken, weil er ist auf der Couch eingeschlafen. Ich gucke nur, ob alles in Ordnung ist. Dann gehe ich ins Bad und räume noch ein bisschen dort auf. Und dann melde ich mich nachher wieder. Macht's gut! Bis später. So, meine Lieben, ich stehe jetzt wieder in meiner Küche. Ich habe alles fertig gemacht, was ich machen wollte. Ich habe die Wäsche runtergebracht. Ich habe abgestaubt. Jetzt stehe ich hier und werde gleich was zu essen machen. Ich wollte eigentlich das Video noch ein bisschen länger machen und euch heute Abend auch nochmal zeigen, was ich abends dann so mache, was meine Abendroutine ist. Allerdings wird das Video dann viel zu lang. Ich bin ja jetzt schon bei 20 Minuten. Deshalb brechen wir hier am jetzigen Zeitpunkt einfach ab. Und die nächsten Wochen wird sowieso nochmal ein Follow Me Around geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet und wenn ihr mich einmal hier unten kostenlos abonnieren würdet. Und wie gesagt, ich habe ja ein paar Fragen gestellt. Es wäre super, wenn ihr das unten in den Kommentaren einfach beantworten könntet. Und wir sehen uns da nächste Woche wieder. Macht's gut!